Well, you've a knack for this game. Ja, ich habe schon ein bisschen übt. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Yay! Neuer Gegenstand erhalten, sollte ein Chivay als Karte. Soll ich kurz zeigen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das mal werde ich wahrscheinlich nicht immer machen, aber könntest du einfach mal ganz kurz machen. Der liebe Soltan. Oh, das ist aber eine andere Karte als sonst. Die kenne ich gar nicht. Cool. Seht ihr? Na, da ich Gwyn zum Anfang nicht so wirklich ernst genommen habe. Das kommt, das passiert denn halt. Ihr seht übrigens auch noch, dass hier drüben, ich erkläre euch jetzt Gwyn, also erstmal können wir, dass es hier auch noch eine gute Wetterkarte gibt, die nimmt, entschuldigt, oh Gott, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, diese nimmt alle Effekte, alle Wettereffekte weg. Die ist sehr, sehr hilfreich. Wir nehmen auf jeden Fall den Soltan mit rein und ja, lassen das erstmal so, glaube ich. Ist okay. So. Gut. Ja, den letzten, den wir hier noch befragen müssen. Looking for a woman. Ja. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapses. It'll lift your spirits. Nee. Don't generally drink with strangers. Come, I know this to be a vile place. You might down a little glass merely to aid digestion. Let me cut to the chase. You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ja. Genau die. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Can't help it. Ja, und wer bist du? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunt Rodim, at your service. Vagrant, that a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Okay, und wer kennt Jen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's balance, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Ah. Ja, komm, lassen wir es einfach mal so. Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Naja, irgendwie so ein bisschen schon. Guessed it. It's love. Ich bin ein Mädchen. Ich darf das sagen. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Bestimmt. Okay. Damit haben wir die Quest aktualisiert. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Was ist das da hinten eigentlich für eine Kiste?
Ich dachte, irgendwelche Lagerkisten. Ah, ja, du kannst Waffen, Rüstung und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du in diesem Ort in dein Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orten, an denen du auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau nach dem Schatzkisten-Symbol. Ah, cool. Ja, ich glaube, das wurde sich vielfach gewünscht. Finde ich aber ziemlich winzig, aber... Naja, auf jeden Fall etwas. So schlimm kann es nicht sein. Gerade weil so oder so früher oder später unser Inventar zuquellen wird. Ach, wo laufe ich denn hier eigentlich hin? Und wir gehen raus und... Ja, haben ja gleich Besuch. Na, yippie. Done drinking. Ja. Ach. Mm-hmm. Schnuppi, du schon wieder. Don't want your kind here. Drei gehen ein, holla, ihr seid Topfer. Ich bleib nicht lang. Sollen wir sie versuchen zu überzeugen? I haven't done anything to you, so just calm down. Of course, no. I, you done nothing. Horses working witchcraft. Get him. Okay, ist ja klar, dass es nicht funktioniert. Scheiße. One down. Nice meeting you. Naja, wir haben ihm nur ein wenig aus die Schnauze gegeben. Das ist gut. Okay. Wir sollen. Guck mal. Weißes Pferd auch schön. Gut, wir nehmen. Nein, es gibt hier bestimmt auch irgendwo. Ah, Spielspeicher. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine der Geschichte erreichst. Denke auch, na, ja, ist gut. Ist klar. Es gibt's hier bestimmt. Ah, müssen wir. Dann nehmen wir Plätze doch mit. Komm, Plätze. Auf zu essen. Come on. Wir reiten hier mal durch. Ja, da will ich hin. Es gibt hier nämlich ein Anschlagbrett. Sweet. Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Ach so, auf der Karte. Ja, Anschlagbrett, Questgeber, ja, okay. Ich denke, es erklärt sich von allein. Und wir schauen erstmal hier nach. So, Tod den Eindringlingen. Hört her, gute Leute des Nordens. Wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu greifen und eure Heimat zu verteidigen, dann auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker und werden dem nilfgaardischen Abschaum beizeigen, dass Temeria kein Joch ohne Kampf tragen. Wenn ihr die blau-goldene Lilie im Herz tragt, sterbt ihr eher für euer Land, als dass ihr Fremden als Sklaven dient. Schwören wir bei unseren Vätern, die den Bestien bei Sotten zum Opfer fielen. Bei den Seelen derer, die in Brenner begraben sind, zu den Waffen. Okay. Nämlich? Freiwillige sucht. Auf Befehl des Kommandanten Peter Gwynly wahrscheinlich. Sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten halten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre, Emhyr Imreis, Dweitwin Adad in Han Ebdadada zu dienen zu dürfen, der größte Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf eine ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Klingt gar nicht so schlecht. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir
jemals ein Fluglein. Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Bies soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder ein Feld ohne flügt. Okay, gezeichnet Roger. Kaiserliches Edikt Nummer 1845. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picker aus eigenen Beständen ist mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchten der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Gezeichnet Kommandant Parsien Gwenlin. Oh, so viel zu lesen. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bestien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank würde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dann Wildenwert. Ja, nehmen wir. Klingt nach einem... Na, Quest. Und dann haben wir noch einen Auftrag. Teufel beim Brunnen. Gut, Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Odolan. Okay. Ja, ich würde sagen, klingt doch mal nach was. Mach mal. Oder so, ne? Nehmen wir auch. So, Bücher und Dokumente. Da war ich jetzt gerade nicht so schnell genug. Ich hatte gerade ein kurzes Päuschen. Ich bin ja, wie gesagt, noch krank und aufgrund massiven Teekonsums renne ich offensichtlich jede halbe Stunde auf Toilette. Ja, passiert. Okay, und hier haben wir offensichtlich noch eine Quest. Es grinst uns praktisch schon an, das Fragezeichen über den Kopf. Oh. Okay, Willis. Schöre zu. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Oh, klar. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Okay.
So, ein durchgeknallter Brandstifter. Mach mal die Quest doch gleich. Such mit deinen Hexersinnen hinter der Schmiede nach Beweisen für den Brandstifter. Ah, interessante Orte. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf deiner Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Ja, wir sehen's. Wir nehmen es jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ah ja. Sammeln mal ein bisschen was ein hier. So, und wie war es noch mit den Hexersinn? Ach so, ja, ich erinnere mich. So. So, sehen wir hier dann irgendetwas? Oh, Pflanzen. Nehme ich auch. Ah, da sind Fußspuren. Schau mal einer, guck. Gehen dort weiter lang. Ah, wir können hier mal untersuchen. A man's. Large. Ah ja. Da liegt noch was. Eine Flasche oder irgendwas? Stinks of piss. And vodka. So ein Wodka wäre auch ganz nett. Ah ja, okay. Oh, Kiste. Kiste. Stimmt hier rüber, ha? Huh? Hier drüben ist nix. Vielleicht hier irgendwo rausgekommen? Achso, nee, hier sind wir schon zu weit. Achso, ich hätte das hier noch untersuchen müssen. Na, das ist aber mit Sicherheit nicht gut gegangen. Ich vermute auch mal, der wird auf der anderen Seite rausgekommen sein.